In der Nacht liege ich in meinem Zimmer und stelle mir die Mona Lisa vor, wie sie Tag ein, Tag aus von unbarmherzigen Touristenhorden fotografiert wird, immerzu vor sich hin lächelnd, als ob nichts sei. Und beim 100 Milliardsten Schuss, denke ich, würde sie plötzlich aufhören zu lächeln. Einfach so. Und dann würden sich Wissenschaftler und Kunstexperten aus aller Welt auf sie stürzen und nach 3-monatigen Untersuchungen erklären, dass die Mona Lisa in Wirklichkeit nie gelächelt hat. Dass alles ein Trugbild war, unser kollektives Lächeln tausend- und abertausendfach gespiegelt und gebrochen in den Lichtstrahlen, die den unüberwindbaren Raum ausfüllen zwischen uns und ihr.